Wir haben ein klares und eindeutiges Ziel. Und das ist es, die Menge an CO2 zu reduzieren, mit der wir Klimaschutz wirklich effizient machen können. Diese Menge, die uns vorgegeben wird, muss staatlich festgelegt werden. Und das ist genau die Idee des Emissionshandels. In dem geht es darum, aus der Menge abzuleiten, dass diejenigen, die ausstoßen, die CO2 ausstoßen, einen Preis dafür zahlen. Wie meine Oma immer sagt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Die Ökonomen sind sich einig. Der Emissionshandel ist das beste Instrument, um genau dieses Ziel einzuhalten. Und dieses beste Instrument können wir dazu nutzen und müssen wir dazu nutzen, Klimaschutz effizient und effektiv zu machen. Wir haben keine Zeit und wir haben auch nicht die Möglichkeiten, eine zweitbeste Lösung zu finden. Und genau das müssen wir und können wir heute tun. Wir sollten schnellstmöglich den Emissionshandel ausweiten auf die Sektoren Verkehr und Wärme.